Herzlich willkommen zu Red Dead Redemption 2. Wir reiten durch die Nacht. Es sieht wunderschön aus. Wir kennen's. Geil, auch wirklich die Lichter hier und alles. Also wie die Mondstrahlen so durch die Bäume kommen. Es ist jedes Mal aufs Neue einfach wieder ein Genuss. Also, sobald du das Game 2 Tage nicht spielst, kommst du hier rein, wenn du es wieder zockst und denkst dir, Alter, wie geil sieht das eigentlich aus. Wenn wir eins wissen, Jäger kann nicht klettern, nicht reiten, wie soll er dann Ahnung von Pferden haben? Gute Frage. 23 Euro, ja, okay. Okay, das lasse ich noch durchgehen. Gerade noch so. Aber hart an der Grenze. Ingenious! Was geht? Wunderschönen guten Abend. Die Quali noch mal besser geworden. Ist ja irre scharf. Eigentlich habe ich nichts geändert. Aber schön, wenn die Quali gut ist. Modern Warfare ist gestorben für mich seit Modern Warfare 3. Was geht jetzt ab? Hey, die haben irgendwas gesprengt oder so, kann es sein? No taxation period. Okay, jetzt kommt die Polizei. Aber nicht, dass sie jetzt auf die Idee kommen, hier ich war das. Lass mich mal schön in Ruhe hier. Na, na. Oh mein Gott, ich dachte, okay. So. Diebstahl. Aber der eine hat gesagt, das ist, was wir im Staat Le Moyne mit Regierungsgebäuden machen. Also die haben irgendwas mit dem Gebäude gemacht. Ich habe auch irgendwie einen Knall gehört oder Explosion oder irgendwie, als ob die eine Scheibe eingeschlagen haben oder so. Nee, also, um nochmal drauf zurückzukommen, Modern Warfare fand ich wirklich cool. Teil 1 und Teil 2. Teil 1 war, glaube ich, so das erste Call of Duty, das ich gezockt habe. Auch diese Mission mit dem, keine Ahnung, wo das war, so ein leeres Gebiet, dann stand da so ein Riesenrad und du musstest so durchs hohe Gras durch. Das war geil. Genau, und Teil 2 war, glaube ich, auch noch gut. Hey, ich stehe hier, Junge. So. Liu Xiang Electric Work. The painter. Okay. What are you dressed up like that for? Oh, I am a wanted man, persecuted for my art. As bad as it is, I don't think that the art is the problem. Dendo. They say leave. Go far Moin, away. Grüß dich. We will never understand you here. I say I go to Saint Denis. They say that is not far enough. It seems to me that they were right. It doesn't matter. Now I go to South Pacific. They always tell me the light there is perfect for my work. So long as they weren't telling you that just to get you on the other side of the world. Perhaps. It doesn't matter. Help me get to the next ship. They are watching the port and I need a chaperone. Okay, come on. Oh. Hey, was ist denn mit ihm? I'll tell you what I won't miss. Civilization. Modern Warfare 3, der größte Mist, den ich je gezockt habe. War das im Weltraum? Ich weiß, irgendein Call of Duty hast du dich am Ende irgendwo im Weltraum gefetzt und das war richtig schlecht. OMG, jetzt, it happens. Grüße zurück, das Game hat sich zu meinem Lieblingsgame entwickelt. Geht auch bei mir stark in die Richtung. Ist schon sehr, sehr, sehr geil, muss ich sagen. Warte mal, wo ist er eigentlich? Eigentlich meine Glasses.
Das ist im Weltall, war Ghost. Ah, ja, kann auch sein. I don't know. Call of Duty bin ich raus. Ist früher ja, aber mittlerweile... Servus, Sendo. Schön, dass du zum Jägerteam gefunden hast. So ist es. Hallo, Peter. Hungerdurst, danke für dein Follow. Und einen wunderschönen guten Abend an euch. Der hat... Schulden oder was? Oh, it's nothing. I thought I knew him. Please do not do that again. Please do not do that again. So wait. You ain't so none of you. The kiss. Die Quest hatte ich gestern auch. Ich feiere es jetzt schon. Where you going, pretty lady? Anywhere you want, mon ami. Alter, ist das sein scheiß Ernst? Er kennt man ja auch nicht, ne? Er hat ja nur Brusthaare des Grauens und einen fucking Bart. Kann man schon mal verwechseln. Arthur, Gentleman, bis zum bitteren Ende. Ist wirklich so. Die Quest macht mich fertig. Er hat ihm hinterher geguckt, also dem als Frau verkleideten Charles Chardonnay. Und ich habe nur, ich habe ja nicht hingeguckt und ich höre hinter mir nur so, wie die Frau zu ihm sagt, wo guckst du bitte hin? Und ihm eine schmiert und wegläuft. Mario, grüß dich. Hey. Ain't to be hated. Hate, love, they are the same. I provoke, I challenge, I amuse, do I not? Ach, hier gucken halt wirklich alle hinterher, ne? Ihm. A mediocre life is meaningless. Was geht, Maxelton? A old life filled with art and truth, dirty truth. That is something that matters. Well, it's good to know you got a fail-safe philosophy, at least. Mario, danke für dein Teamherz. Gucken alle, ja, ist wirklich so. I hope the sailors know who they're bunking with. We have many weeks together. We will get to know each other well. Well, good luck to all of you. Relax. Hey, up here. She is my ship. Sag das bitte nie wieder. Was denn? We made it. Let's go. Oh no 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 no. Hey, I got him. He's out here. More friends. I'll deal with him. Whoa. Oh, der... Der mit dem Messer gefällt mir nicht.
Wow! La Notte 90, Alter, was geht? Ach, Max, Junge, dein Ernst? Wir haben gerade erst angefangen. Das war nicht mein Hut und der Hut sieht scheiße aus. Ich will meinen Hut wieder. Nein! Nimm doch... Okay, egal. Was ist ein Traitor? Traitor heißt einfach auf Englisch Verräter. So long. If they don't like you in the islands, keep on going to the South Pole. Ah, yes. I hear there the light is really fantastic. Ah, au revoir. Kleinere Verbrechen werden von Gesetz. Oh, shit. Fuck. Ich meine, die sind jetzt da hinten auf der anderen Seite, aber wenn der jetzt hierher kommt, dann muss ich, glaube ich, ins Wasser springen. Die Frage ist, wie lange suchen die uns? Und die anderen... Maxilton, wir machen es gleich. Ich möchte nur hier einen sauberen Abschluss haben. Aber warum suchen die mich immer noch? Die hören ja gar nicht mehr auf. Wir probieren mal was aus. Da, hier bin ich. What? Ah, oh mein Gott, ich dachte, ich habe verloren. Ich dachte, wir müssen jetzt am Checkpoint neu. Okay, das ist fein. Alles gut. Ich dachte, da kommt jetzt Mission Failed oder irgendwie sowas. $4, ist ja lächerlich. Das ist ja lächerlich, $4. Okay. So, es ist wieder soweit. Es ist wieder soweit. Wir haben wieder Liegestütze reingedrückt bekommen. Von Maxilton. Von So, die Frage ist... Was ballern wir uns? Für Mucke dazu. Warum kam keiner der Gang, um dich rauszuholen? Naja, vielleicht weil wir einfach nur $4 zahlen mussten und nach 5 Minuten wieder aus dem Knast draußen waren. Eye of the Tiger, please. Hey, wie wäre das denn? Wie wäre denn die Idee, dass immer der Liegestütze reinballert, aber dann kommt noch mehr Liegestütze. Der darf sich auch den Song wünschen, der dazu läuft. Das fände ich irgendwie witzig. Dann kommt bei Karim, kommt dann Sirtaki.
Aber das würde ich fühlen. So. Aber ich habe gerade gegessen, ne? Ich habe gerade gegessen. Aber egal. Danke. Oh, aber die waren anstrengend. Die waren anstrengend, die Liegestütze. Ich weiß gar nicht warum. An manchen Tagen ist so locker flockig, zack, 10 Liegestütze. So die ersten 10 jucken mich gar nicht. Die zweiten, okay, da merkst du es dann. Und die dritten werden wirklich anstrengend. Aber so Tage wie heute, da machen mich einfach die ersten 10 schon fertig. So. Warum ist jetzt hier alles weg? Weil ich nicht in der Nähe bin oder was? Weil... Ich glaube, ich würde jetzt einmal diese Viehdiebstahl-Mission mit Ankel machen. So muss das, die Bestrafung. Jäger bald in der Massephase. Ich bin tatsächlich schon mehrere Jahre in der Massephase. Aber ich trainiere halt nicht dazu. Ich mache nur Massephase. Ohne Training. Ist auch geil. Das war eine weiße Mission, die kannst du verpassen. Ja, ja, aber die haben wir nicht verpasst. Und es sind ja alle Symbole weg hier. Auch das Domino-Symbol und so. Wir sind einfach zu weit weg. Wir sehen das von hier nicht, glaube ich. Ich auch Massephase seit 17 Jahren. Sehr gut, so muss sein. Also nur Masse ohne Phase. Genau, so könnte man es auch nennen. Warum ist denn das hier schon wieder so foggy, Alter? Und es kommen noch 50 weitere. Nee, 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 nee. Morgennebel. Geile Grafik. Ja. Ich muss echt sagen, ist für mich grafisch das Platz. So. Das Platz 1 Game. So, und wir sind wieder hier. Hilly. Ah, guck mal. Hilly Willy. Und wir haben die Ankle-Mission tatsächlich verpasst. Schade.
Heute war auch mal wieder im Gym. War's schön? So, warum ist Tilly ein laufendes Ausrufezeichen? Warum hängt sie mit Sadie ab? Ladies. Morning. Hey. Everything okay? Yeah, I'm fine. Why? Ah, ihre Stimme einfach. Gegenstand geben, aber kann ich nicht. You recovered? I'll be fine. Thank you, Arthur. Of course. Just glad you're okay. Wahrscheinlich, weil wir den Gegenstand nicht haben. Okay, never mind. Dann reden wir jetzt mit Jose. Wolltest du aufs Klo? Verstehe ich nicht. Jose? Hey, Arthur. Sadie ist Killer. Sadie ist cool. Sure as shit better clean up a little. So we're doing this? Oh yeah. Old friend Dutch Vanderlinde is finally showing his true colors. Social climbing. Old Signor Bronte, that horrendous snake, has invited us to the ball, Cinderella. So my suggestion is we go and get you a gown. You son of a bitch. We are ridiculous. Utterly. I ain't never been to a ball in my life. Nor have I, if I am being honest. I used to quite often. There can be fine pickets. Oh, no pickpocketing. We are here. Ich hab den Scherz noch nicht verstanden. Weiß nicht, auf was es bezogen war. All I know for sure is we are going to a party at the mayor's house, and the guest of honor is the worst crook in town. I am sure that we will find something. Okay. Gentlemen, Luca, I'm afraid the mayor does not allow guns at official functions after last year's incident. Luca here will take you to Mr. Bronte. I believe he is expecting you. Follow me, gentlemen. Hey, ja, sie war im Gym, aber was hat das mit dem Klo zu tun? Also hast du gemeint, ob sie nur im Gym war, weil sie aufs Klo musste? Also dass sie da praktisch nur reingegangen ist, um kurz aufs Klo zu gehen oder so? Das könnte ich mir jetzt noch vorstellen. Das wäre für mich das Logischste. Ja? Bill versaut alles. Der kann nichts. Wenigstens du verstehst mich. Aber ich muss mich auch schon ein bisschen anstrengen. Der war sehr, sehr weit hergeholt. Wie er Nachricht einfach nicht vorliest. Wann kommt mein Gehalt? Und viel hat's auch. Ende des Monats. Nächste Woche Dienstag. Immer am Monatsletzten. Aber du kriegst natürlich nur anteilig für den Monat, weil du erst seit 3 Tagen Sub bist. Oder seit gestern sogar. Ich weiß es gar nicht mehr. Good evening, Pierre. Signor Napoli. As long as the man behaves himself, you know. Mr. Bronte, he has that thing, you know. Respect. Jose, Bill, you join the party. We'll meet you out back after we pay our respects to Signor Bronte. Come, go. We'll meet you out in the balcony when you're done. Ja, genau, Pascal. Wenn du Tier 3 subst, dann kriegst du Geld von mir. Ganz viel. La prima volta questo mese senza dubbio. Oh, this is quite a party you've invited us to. Yes, quite something. Although I'm not quite sure what. So, this is Santa. Ratsch mit Zylinder, ja, und Ansteckblume. Yes, apparently so. And all these people, these are friends of yours, Signor Bronte. No, not quite, not quite.
But they certainly are afraid of me. Like that one. See that wretch? He's the mayor. Henri Lemieux. He'll do anything for a dollar, and I mean anything. Politics is a foul business. Yes. Oh, and that one too. That is Alberto Fusar. He owns a sugar plantation out on the island, and he comes here to whore and despoil himself. Oh, and that is Hobart Crawley, a Confederate major in the war. I mean, a hero, they say, but that is his very young wife. I mean, a young mistress, that's the natural order of things, yes, but a young wife is unseemly. Oh, the Redskins. I have no sympathy for them, because whoever is stupid enough to get tricked by the Americans, no, they get what they deserve, huh? Yes, and a letter to the mayor. Oh, yeah, that'll save you. And that is Hector Fellows. Mm. This self-righteous newspaper man. Maybe you will kill him for me one day. Sah schon geil aus, Filat. We're not paid killers. Sah schon geil aus. Cold blood, anyway. I did not know you were so particular that you wouldn't help a friend. Oh, I'm willing to help in any way I can, within reason. I'm going to pretend to understand what that means. I meant no offense, sir. None taken. All these vulgar people. They hate me. Non vedo l'ora di guardarti morire. Well, it has been wonderful conversing with you, but I can tell that you are very busy, and I won't waste any more of your time. Yes. Go, enjoy yourselves, and mingle with this vulgar scum. It'll make you long for the days when you could shoot each other and screw cows out on the open range. Those sure were the days. Good day, gentlemen. Mm, good day to you. But before you go, what exactly are your plans here? Ich wusste, da kommt noch irgendwas. Well, we are going to need some money. Money, yes, of course. But there's money at the trolley station. They keep a lot of cash there in the day. Now, I could not involve myself in such matters. But you... As a guest? Yes. As my guest? Bah! Do it, huh? Okay, good day, gentlemen. Goodbye. Okay, ragazzi, adesso il vino buono. Ragazzi. I'll show you to the party, gentlemen, if you'll kindly follow me. Aber schickes Haus hat er, das muss man ihm lassen. Gestern komplett durch den Raid gekommen. Geiler Scheiß. Ciao. Gentlemen, let's go ingratiate ourselves. Have a wonderful day. Okay. Go find the mayor if you can and stay out of trouble and steal nothing unless it's information. Okay, also wir sollen den Bürgermeister finden, nichts klauen und irgendwie an Informationen rankommen. Mische dich unter die Gäste. Können wir uns einfach irgendwo dazustellen? Okay, die haben keinen Bock auf mich. Bonjour. Evening, gentlemen. How's things? Je vais bien. Gentlemen, I hope you're having a fine evening. Mr. Mayor, wonderful to see you again. Lemieux, this intellectual here was just insulting me regarding the Redskin. I did no such thing. But, Mr. Lemieux... I suggested that all of us, as Americans, had a duty to take care of people living in this land. And that extends to Saint-Denis. It ain't complex, Lemieux. And only an idiot like you, buddy, would try to make it so. I will not deny idiocy, sir, but perhaps now is not the time. Typical pansy! You are drunk, Ferdinand. Bis gleich, Filat. Drunk, you fool. But this man,
This man loves darkies. Hey, you are pretty drunk. Yeah. What say you and me cool off? Get your hands off me. Come on, sleep it off. Ah, wir spielen jetzt einfach seinen Bodyguard und haben jetzt einen Stein bei ihm im Brett. Wir können ja mal kurz gucken. Ich bin mir nämlich bei der Zahl bin ich mir nicht mehr sicher. Es waren 3024 Personen am Spiel Red Dead Redemption 2 beteiligt. Alleine ein Drittel dieser Gesamtzahl geht auf das Konto der Synchronsprecher. Das heißt, dieses Game hat ungefähr 700, ein bisschen mehr, nee, 700, ja, ein bisschen weniger als 700 Synchronsprecher. 700 Synchronsprecher. Wenn du jetzt mal überlegst, in anderen Games hast du 4, 5, vielleicht auch mal 20 oder 50, aber 700, das ist schon geisteskrank. Thank you, sir. My pleasure. Henri Lemieux. I hope you're enjoying my party. The mayor. Allegedly. There's quite a place you got here. It's not mine, and the city is horribly in debt, but we can still put on a good show. Do you know Evelyn Miller? My lord, the writer? Well, we seem to have another deranged drunkard on our hands. Shall we? Oh, my lord, they're fantastic. Arthur stapft rum. Red Dead ist einfach ein Meisterwerk, ja. Mr. Cornwall was quite insistent, I'm afraid. He shouted down the telephone for several minutes. Mr. Cornwall is a horse's ass, and a bad horse. I'm very sorry, sir. It's not your fault. I'm a fool for trusting him. I'll come in and sign it in a minute. Let me enjoy the fireworks. Of course. Please say something about Cornwall. Yes, find out what. Sure. Valhalla 10 hat mich so getiltet, dass die ganzen NPCs die gleiche Stimme hatten. Ja, ist so. Hast du mal vor, einen 24-Stunden-Stream zu machen? Ja. Also ich würde es jetzt wahrscheinlich von mir aus nicht machen. Ich würde lieber zum Beispiel, und ich finde es auch viel sinnvoller, wenn du einen 24-Stunden-Stream machst, dann wirst du einfach danach 2 Tage nicht streamen. Weil du so am Arsch sein wirst. Und wenn du aber jeden Tag einfach eine gesunde Menge streamst, zum Beispiel, sag mal, was weiß ich was, zwischen 9 und 12 Stunden, dann hast du am Ende 36 Stunden gestreamt in 3 Tagen. Wenn du einen 24-Stunden-Stream machst, dann machst du einen 24-Stunden-Stream, bist danach 2 Tage am Arsch und streamst halt 24 Stunden in 3 Tagen. Plus, keiner von euch wird 24 Stunden hier mit dabei bleiben, wage ich jetzt einfach mal zu behaupten. Von dem her... Also man kann es machen als Gag, wenn ihr da echt so Bock drauf habt, dann machen wir mal einen 24-Stunden-Stream. Aber ich sehe den Sinn nicht ganz dahinter. Arthur mit den langen Haaren, so gar nicht meins? Ich feiere das irgendwie, ich finde, das steht ihm. Oh shit. Ich würde 24 Stunden, auch du wirst irgendwann müde. Is everything taken care? The telephone, it keeps ringing. The mayor said he will sign later.
würde mit dir durchhalten. Ich glaubte das irgendwie sogar. Aber spielst du auf PS5 oder PC? Auf PC, Nick. Also ich glaube nicht, dass du die Grafik hier, die wir hier haben, wir haben ja alles auf Ultra, auf der PS5 herbekommen würdest. Aber ich spiele auf PC, allein schon wegen Maus und Tastatur, wegen der Grafik. Ja. Marie. Im PC sieht man doch im Hintergrund. Ja, das mag ja sein, aber wenn ich PS5 streame, was wir auch schon gemacht haben, dann steht die PS5 hier unten auf dem Boden und der PC läuft trotzdem. Weil ich greife ja das PS5-Signal über meinen PC ab. Das heißt, der PC ist so oder so an. Ich habe ja in meinem Rechner unter meiner Grafikkarte, das ist ja eine Capture-Card eingebaut. Und die greift dein PlayStation-Signal ab und dann streamst du PlayStation durch deinen PC. Das heißt, der läuft immer. Hallo Adrian, habe ich es gerade schon gesagt? Ich glaube nicht. What? Der kommt zurück? Das war knapp. Okay, er hat mich nicht gesehen. Batcht er dir jetzt? Oh, der batcht die wirklich. Get out of my sight. Ey, klar brauchst du eine Capture Card. Zeig mir mal, wie du ohne Capture Card 4K 60 FPS aufnimmst. Oh shit. Das will ich sehen. Aber der kommt bestimmt gleich wieder, oder? Oder das Kontrollbuch auf dem Schreibtisch. Ja, aber wo ist der Typ hin? Ah, der ist wieder weg, okay. Shit. Natürlich kein Hindernis für uns. Mr. Leviticus Cornwall. Top secret. Extremely confidential. Very interesting. Brief? Ja, aber ein HDMI-Switch ist ja auch schon wieder was ganz anderes. Du kriegst ja über einen HDMI-Switch nicht das HDMI-Signal in deinen Rechner rein. Das ist ja der Sinn von der Capture Card. Brief von Bürgermeister Lemieux an Angelo Bronte. Aus dem Büro des Bürgermeisters, Rathaus der Stadt Saint-Denis-le-Moyne. Im Mai 1899. Mein teurer Angelo. Wieder einmal steht die Stadt in deiner Schuld und ich bin sprachlos ob deiner Großzügigkeit. Deine großherzige Spende wird der Eckpfeiler sein für die Finanzierung unseres Traums, in unserer Stadt eine weltberühmte Universität anzusiedeln. Wir sind auf dem besten Wege, die nötigen Mittel sowohl für die theologische Fakultät als auch für die geisteswissenschaftliche Hochschule zusammenzubekommen. Die zukünftigen Studenten von Le Moyne haben der Vision von Männern wie dir eine Menge zu verdanken. Ich bin dir auf ewig dankbar, dein Freund Henri Lemieux. So, was machen wir jetzt? Wahrscheinlich wieder zurück, oder? Oh, hier ist sogar offen. Ist hier der Dude? Nee. Schade.
Ich hätte gerne noch irgendwas mitgenommen, wenn wir schon mal hier sind, aber irgendwie hier gibt's nicht so viel. Na gut, dann gehen wir einmal zurück. Wo bleibt Matt Nix? Ist auch eine gute Frage. Aber siehst, Max, meine... Mein Stream ist ja versorgt. Ein Mod ist ja da. Spielst du auch online? Nein. Also online interessiert mich meistens eher weniger. Ich zock die meisten Games für die Story. Außer jetzt mal irgendwie Destiny habe ich wie bestimmt 2000 Stunden drin. Aber in so Story-Games, auch GTA zum Beispiel, Online-Modus interessiert mich null. Max, nicht Max oder Maxelton? Ach komm. Aber Maxelton ist geil. Maxelton ist so ein richtig geiler Spitzname. Also wenn du zu dem Frau sagst, hey, was geht? Ich bin der Maxelton. Schon gelaufen. Schon gelaufen. Mehr musst du nicht machen. Und dann sagst du noch, der Spitzname kommt von mir. Komplett vorbei. Wir müssten eigentlich alle schon Mods sein. Frechheit. Ja genau, ich mache einfach jeden Mod. Können wir auch machen. This town is a waste of time. Maybe not. Arthur? Gentlemen, I think we're done here. What did you find out? There's plenty of money moves through here, of course, and I think I found out how we can grab some of the big bank. Real one. Ja, Pascal ist definitiv das größte Tier. Maybe. And a stuffed one. If we're gonna leave, that could be the one thing we need. There's also that trolley car station Senor Bronte told us about, and I heard about a high-stakes poker game. Come on. Stimmt, warte mal. Irgendwer hat uns von einem... Here comes Lenny. All right. Let's get in. Go home. I ain't never felt so awkward in all my life. Irgendwer hat uns von einem Poker-Game erzählt. Irgendwo wäre ein übelst krasses Poker-Game, wo es sich lohnt hinzugehen. Ich habe aber schon wieder vergessen, wo. All them folk are so pleased with themselves. Oh, high society's pigeon shit. If you ask me, it's more like torture. Well, that's sort of the point, isn't it? Let the people torture themselves. Here's them papers I took. Anybody see you take this? I don't think so. I might have an idea. Let me think on it. Interesting times. I guess. So what's next? Dancing lessons? Deportment? More along the lines of armed robbery. Jose is handling reconnaissance on the bank. He and Abigail are gonna run some distractions, see how the law reacts. Good. Oh, and I spoke to Evelyn Miller. Fine man. Here helping the Indian chief we saw. Yeah, I met him too, with the mayor. He's lobbying officials in Saint-Denis on their behalf. Maybe we could help. Maybe. Now, I think there's a lot of money on the riverboat. A lot of money. And Trelawney, he's investigating for us. He says to meet him at the tailor's. Okay. One big score down here, Arthur, and we disappear. We are almost heading home. Where is home? I don't know. Ich wollte gerade sagen, exactly. Wo wollen wir denn hin? But I can smell it. I'm gonna go investigate this trolley thing old Bronte was talking about. Okay. Eine Satzzeichen haben auch schon Wochenende.
So. Also, was haben wir alles? Ich habe keine Ahnung, warum das alles blinkt. I don't know. Hä? Ein gelbes Fragezeichen. Das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Da stand immer irgendein Name oder so. Okay, wir sollen irgendeinem Indianerhäuptling helfen. Josiah Trelawney. Gibt es noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Okay. Ich glaube, Indianerhäuptling klingt ganz cool. Ich glaube, ich würde das mal als erstes machen. So, raus will ich gar nicht. Eigentlich runter. Rainbow Six geht weiter. Viel Spaß euch. Wünsche ich dir auch. Bis nachher. I tell you what, little Miss Romance. I was right. About what? Saint Denis. How so? It ain't romantic. It's evil. Evil can be very romantic. Shut up. I talked to this couple in town. They told me there's this old rumor about people drinking blood. Human blood in town. Immer schön die Liegestütze reinknallen. Nee. We don't do that here. Was auch geil wäre, einfach irgendwie, wenn ich hinten so eine Hantelbank oder so hätte und anstatt Liegestütze gibt es dann so eine Art Glücksrad und das Glücksrad bleibt dann auf irgendwas stehen und dann gibt es halt so verschiedene Übungen. Keine Ahnung, einmal Liegestütze, was weiß ich was, einmal Hanteln freiheben. Das fände ich auch übelst lustig, aber das Problem ist, ich habe nicht den Platz hier für sowas. Kniebeuge. Oder wir machen halt nur Sachen, die ich halt mit meinem begrenzten Platz hier machen kann. Weil irgendwie muss ich es halt auch noch auf die Kamera kriegen. Wenn ich da jetzt eine Hantelbank hinstelle, dann wird es halt echt schwierig. Aber Sit-Ups würden gehen. Kniebeuge würden gehen. Plank würde gehen. Idee. Ich weiß, haben wir eigentlich mal geschlafen? Ich weiß es gar nicht. Aber ich muss wirklich sagen, by the way, ich habe nachgeguckt, ich kann am 21. Juni, wo Elden Ring kommt, kann ich tatsächlich nicht frei nehmen. Geht nicht. Weil da kommen bei mir auf Arbeit die ganzen Rennstreckenfahrzeuge, die ich betreuen muss. Und da ist bei uns die absolute Hölle los. Also nicht bei uns, aber bei mir. Keine Chance, dass ich da irgendwie frei... Also selbst wenn ich frage und der sagt, also mein Chef sagt, du kriegst frei, allein aus Eigenverantwortung, es geht nicht. Was ich ein bisschen traurig finde, aber was ich nicht ändern kann, ist halt so. Hey, do I know you? Mr. Ja, genau. Das ist ja das. Es haben ja sehr, sehr viele Leute geschrieben, hey, kannst du vielleicht mit Elden Ring eine Woche warten, bevor du es anfängst zu zocken, damit du uns nicht spoilerst. Und ich denke, wir können ja direkt anfangen am ersten Tag, aber wenn ich, glaube ich, nur abends zocke, immer diese 3-4 Stunden, werde ich, glaube ich, langsamer sein als die meisten.
Plus ich stream, wir machen ab und zu Pause. Ich quatsch mit euch. Ich erkunde sehr, 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 sehr viel. Andere werden wahrscheinlich nicht so viel erkunden. Von dem her glaube ich mal, dass wir schon gut hinkommen werden, damit ihr vorzocken könnt. Das wird schon passen. Also wir werden sofort zocken, aber halt nicht 11 Stunden am Tag. Ich glaube, das passt dann so. I believe we've met. We have. With that guest at the party. Oh, Evelyn Miller. Unfortunately so, Mr. Arthur Morgan, at least sometimes. Can I say something rude? Sure. The mayor thinks you robbed him. To be clear, he wasn't very upset about it. He rather liked you. Okay. Do you, well, I mean to say, can you steal things? Is there a reason you're asking me to incriminate myself, Mr. Miller? Well, I'm sorry. Have you met? This is Rainsfall, a great chief, and his son, Eagle Flies. Gentlemen, we saw you in the wagon train crossing the river at Cumberland Falls. And at the party, you were upstairs. Ah! Wisst ihr noch, vor ungefähr 60 Spielstunden, als wir aus dem Schneegebiet mit dem Wagen rausgefahren sind, wo das Rad abgeflogen ist, da hat man oben auf der Klippe Indianer gesehen. Und wir waren unten und Jose hat gesagt, wenn sie uns tot wollen würden, dann wären wir schon tot. Das war er. Also er war dabei. Und sein Son. Of great powers of observation. It's my people, if we are even a people anymore. We've fought hard. We've made peace treaties. And those treaties were broken. And we've been moved and punished and punished and moved. I'm sure. And now I am told we are to be moved again. Clearly contravening the peace treaty signed 3 years ago. This will lead to war. No, my son, it will not. We cannot fight another war. They have got stronger, and we have become far weaker, Mr. Morgan. Well, it's a bad business. It's to do with oil. I know it is. But I need the proof. I believe there were some prospectors who were on their land a few months ago who have filed reports with Leviticus Cornwall and the state government claiming huge reserves of oil under their land. So, you want me to try and steal it? Obviously, they can't. Hast du verpasst? Ja, es kann sein. Obviously, I would be useless. Listen, I realize that it is a ridiculous request, but we're very desperate. Now, I'm not a do-gooder, Mr. Miller. Gentlemen, I'm very sorry for your predicament, but I'm a working man. I got problems of my own. We will pay you very handsomely, Mr. Morgan. How much? I told you, they're all mercenaries. There's a price on my head in 2 states, my friend. The government doesn't like me any more than it does you. Like you, I've been running for as long as I can remember. And like you, my time here is nigh undone. We understand, and we will pay. Thank you. You meet my son in a couple of days near Citadel Rock, just west of the oil fields. Okay. We are very grateful for your help. Gentlemen, an appointment with the senator. We should head over there. It's a waste of our time. And his... No. We must try everything. Come along. Ich mag die. Mr. Miller, the counselor wants to apologize. He can see you now. We've been waiting I don't know how long. Or next month, if you'd like to reschedule. Come. Perhaps the senator won't mind waiting. Yeah. Die Indianer sind cool. Ich muss sagen, ich mag die. Also du merkst richtig, dass der Vater ist einfach so ein richtig besonnener und bloß kein Krieg, lieber geben wir nach und so. Und der Sohn hat noch so richtig Bock und sagt, hey, jetzt gibt's Krieg und so. Der Vater, nein, gibt es nicht, weil er halt weiß, dass sie dann einfach alle sterben.
Hört er mich noch von da unten? Ja, oder? Normal schon. Ja, sehr gut. So, in einem Part... Wow, 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 wow. Okay, das gucken wir uns an. Sadie Adler. Nice. Wo ist Citadel Rock? Hier ist Citadel Rock. Da sind die Oilfields. Okay. Ich glaube, hier sollen wir den irgendwo treffen. In ein paar Tagen. Aber da werden wir sicher noch eine Questmarkierung auf der Karte bekommen. Weißt du, ich habe ein Problem mit Städten, deswegen dauert es immer etwas. Ja. Das wissen wir. Aber ist nicht schlimm, wir haben ja Zeit. Ich wusste, dass hier noch irgendwas... Also ich muss wirklich sagen, wir waren ja schon mal hier drin. Und das Gewächshaus fand ich von Anfang an zu schön und zu detailliert. Ich wusste, dass hier noch irgendwas passieren wird. Weil so ein Gebäude packen nicht einfach leer hier hin. One moment, please. This is extremely delicate. Ooh. Looking good. Halb im Lurk. Ich gehe mal an meinen Endgegner Rise of the Ronin. Ich wünsche dir viel Spaß. Hey. There. Oh, wonderful. Elgin and Wasp, purveyor of the exotic and the exquisite. Enchanté. Tacitus Kilgore. How can I help you? Tacitus Kilgore, you mean? Hat, perhaps. How about a nymph? I import them from Brussels. The idiots in this town all want Italian nymphs, but the Italians make the coarsest of marble. I mean, quite frankly, the Baroque is an abomination. Belgium. Now that is a land for the connoisseur. Oh, yes. Yeah, as I always say. But, you know, I'm not really a nymph kind of man. Oh, of course, too ephemeral. You want something, more tangible, more gothic. I also make corsets. Would you like a corset? I always wear one. No, I don't think so. Yeah, I ride a lot of horses. The whalebone might stick in. Mm, well, a cup of tea. Sure. Er sagt einfach jedem, wie er heißt, und irgend so ein random Dude sagt er dann, ich bin Tacitus Kilgore. So I suppose I'm kind of an adventure. Oh, yes, of course you are. Here, be careful with the china, sir. It is French. Not Belgian? No. They are Philistines in that area, not to be trusted. Youth, eternally preserved in marble, is more their specialty. I fear China will always elude them. Now, why are you here exactly? I don't know. You're an adventurer, a wanderer, a lost soul cast out from heaven? Sure. Well, I do pay exceptionally well for certain objects needed for my art. Mm, you do? I do. Exceptionally well. Well, what do you need? Let's see. Right now, I have a couple of commissions. I need at least 15 egret plumes. Good ones, obviously. I also need 15 assorted orchids. Here's a list. Okay. I will see what I can do. Thanks for the tea. Thank you, Tacitus. It'll be very worth your while. Okay,
Hey, what? 15 Orchideen und 15 Reiherfedern. Ohne Markierung auf der Map. Oh, das ist wieder sowas. Das ist wieder sowas, was 100 Jahre dauert, weil du dir alles irgendwie selber suchen musst. Okay, whatever. Trelawney. Der eine halt. Danke für dein Follow. Nicht Vögel schießen? Wir können ja Reiher nehmen, die eines natürlichen Todes gestorben sind und denen einfach die Federn ausrupfen. Orchideen wachsen im Sumpf an Bäumen. Pascal? Komm schon. Wir haben geübt, wie man Treppen läuft. Na komm. Na komm. Pascal? Komm. Komm, auf jetzt. Auf jetzt. Ja, ja, ja. Jawohl. Ich bin stolz auf dich. So. Genau tot geritten. Ist auch ein natürlicher Tod. BB Filat. Yes, here I am. Well, we're going to need to get you smartened up a bit. What? Well, you can't play at the tables on a Lanahassee riverboat looking like this. Can't? Not if you want to fit in so well no one realizes you're there to rob the place. Now, come on. What are you talking about? That suit is not fit for the purpose at hand. Come along, dear boy, come along. What? Ah, unsere Krawatte ist wieder weg, by the way. Die war im Blumenladen noch da bei dem Typ. Jetzt ist sie einfach weg. Es ist so random. Hello, can I help you, gentlemen? Yes, my friend here is in need of a new suit. We are playing on the riverboat this evening. Excellent. Well, you'll find all my inventory in the catalog here. Make this gentleman look like the Duke he really is. It was the English's fault his grandfather had to emigrate. A bitter and jealous people. Ach. Aristocrat in his profile. The ich muss das hier kaufen. From all the inbreeding. Might I suggest the fine three-piece town suit, sir? Perfect for the occasion, I'd say. A very good choice, sir. Na gut. Aber was hat denn der noch so? Sure. Good luck tonight, gentlemen. Are you coming or not? Okay, ich kann nicht nochmal durchblättern. Na gut. Alles klar. Herr Strauss has scoped the whole thing out. It's quite ingenious, actually. What is? The action he has planned. Indeed, it's not much of an action at all. Küche sauber, Kaffeevollautomat, Wäsche aufgehangen, Bad sauber, Wochenende kann kommen, sehr schön. And everyone's going to think you're some new money from the oil fields come to lay it on thick and drunk. All the while, Herr Strauss will be signaling you in your line of sight. When you bust the place, they'll take you upstairs to pay you off. And that is when Javier comes in and you take whatever you want. You don't think they might see an armed Mexican coming into the safe with me? Sure, they might, but perhaps not. You will see. The suspense is killing me. Oh, don't be so jaded. We both know this is just the kind of innocent fun you thrive on. Well, after the past couple of months, armed robbery don't seem such an innocent pastime. No. Also ganz ehrlich, Jägermeister ist so ekelhaft. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? We'll be done here soon. I hope so. Come on. Jägermeister ist einfach nur widerlich. Jenny einfach, egal wen wir treffen, egal welche Mission wir machen, Jenny ist im Chat. Die Mission ist so geil. This, a
likely fellow has made himself a fortune in the oil fields and learned himself not a lick of manners or gentlemanly deportment. Well, very good, sir. No, it's not good. Not good at all. Not if they're going to let him play big at the tables tonight. Make him look like a prince, sir. There, very smart. Come on, let's get to the docks. I've arranged some transportation for us. Die sind einfach Hitman, Alter. Die sind einfach fucking Hitman. Wo ist mein scheiß Hut? Wo ist mein Hut? Der Hut ist essentiell. Oh je. Ach so, warte, warte, scheiße. Keeping a gentleman waiting. I don't know. George, to the Grand Corrigan, please. Grand Corrigan, sir. Weißt du warum, Kahlschlag? Weil ich es leid bin, dass sich alle über die langen Haare aufregen. Das hat sich jetzt erstmal erledigt. We can't bring him up there on horses like a bunch of countrified yokels. Gibt nun mal einige gute, ja, das stimmt. An sich sind alle gut. Find's prima. Danny, du bist schuld. Du hast immer gemeckert über die langen Haare. George und ich gehen way back. It's a man called Desmond Blythe. Made a fortune in hosiery of all things. Likes to play fast and always keep some extra collateral in the safe upstairs. So, if Strauss is sitting behind him, how does he know what cards I got? He won't. But the dealer has recently become a very good friend of mine. Another one. Don't worry, Arthur. We're all the authors of our own good fortune. He'll make sure you get the right cards. Händenaktion für Arthur. Indeed. And what money am I playing with? Don't worry. That has all been arranged. Your chips will be waiting for you. Okay. Arthur, leave any weaponry here. There are searches when we get on. George will collect these from you later. Very good, sir. Thank you, George. Good luck, sir. Now remember what I said, Arthur. Aber ich bin nur mit welchem Hut? Genau, du sagst es nämlich. Ich bin echt ein bisschen bedrückt, dass wir keinen Hut haben. Ich würde die Glatze mit Hut würde ich gerne mal sehen. There they are. Gentlemen, how wonderful to see you. Arthur, you remember this pair of boys we met in New York? Come on. Champagne is on dear old Arthur. He's rich as can be and feeling luckier than a turkey that survived Thanksgiving. Hello, gentlemen. Du spielst Neureichen? Ja, ja, von habe ich mitbekommen. Neureichen, so ein Ölinvestor. Den Hut bekommst du wieder, ja, aber ich will ihn jetzt. Ich brauche ihn jetzt. I'm afraid we require all patrons to hand over their guns. Good time. The tables await. I'll go find myself a change of clothes. Okay. You seem unsure. Robbing a heavily armed riverboat without a gun tends to bring out the self-doubt in me.
These people are virtually idiots. This is simple stuff. Now have a good time, but don't lose too much money or your wife is going to kill me. Whatever you say. Now where can I get a cocktail? Aber ich muss wirklich sagen, ich war jetzt vier Samstage in Folge arbeiten. Und zwei habe ich noch vor mir. Das heißt, ich habe im Endeffekt fünf Tagewochen. Ich bin im Schnitt, wenn ich arbeiten gehe, bin ich schon 7 bis Minimum 16 Uhr da, meistens eher 17 Uhr. Das heißt, sag mal, rechne mal grob 10 Stunden. 10 Stunden die Woche, 10 Stunden pro Tag. 5 Tage Woche, 6 Tage Woche, Entschuldigung. Ich bin so platt abends, ich bin so müde. Ich merke das. Das macht dich echt fertig. Ich bin so froh, wenn diese Samstage rum sind und ich einfach wieder mehr Energie habe. Und bleib evening. Not to worry. Welcome to the game, Mr. Callahan. Okay, gentlemen, let's play. Also wirklich, dieses 2-Tage-Wochenende macht schon Sinn, einfach 2 Tage mal ausschlafen und so, das ist schon... Look at this! Chips already stacked up, waiting for me. I like this joint already. Okay, ist es jetzt hier präpariert oder spielen wir jetzt ganz normal Poker? Also, 9 Bube. Desmond Blythe, the hosiery king. I should have brought my other wallet. Not my preferred. Ah. Yes, you should have. Ah, okay. Ich sehe, was hier abgeht. Like I said, Mr. Callahan, cowards. I'll call. Yes, call. Es geht wirklich an die Substanz. Vor allem, ich habe halt auch das Problem, ich habe ja Bock zu streamen abends. Das heißt, ich gehe jetzt nicht so schlafen, dass ich 7-8 Stunden Schlaf habe, sondern ich gehe so schlafen, dass ich einfach bis zur letzten Sekunde streamen kann und dann irgendwie noch auf meine 6 Stunden Schlaf bekomme. Wenn du das aber wirklich 6-mal die Woche machst und du hast wirklich nur den Sonntag, um mal auszuschlafen und direkt Montag wieder volles Programm, das merkst du schon. Also ich vermisse wirklich meinen Samstag, Sonntag ausschlafen, 2 freie Tage, wo du machen kannst, was du willst, mal Haushalt und so. Ja. Komme auch immer müde von Arbeit, aber bin dennoch bei jedem Stream am Start. Haskell, ich küsse dein Herz dafür. Aber muss natürlich auch dazu sagen, ich freue mich, dass du immer da bist. Aber einen Stream anzugucken ist natürlich was anderes, als selber zu streamen. Also einen Stream angucken, du kannst chillen, kannst die Beine hochlegen, lässt einfach einen Stream laufen. Das ist ja übelst entspannt eigentlich. Aber wenn du halt selber streamst, du musst halt schon, ich kann ja nicht so halbtot hier sitzen und du musst ja schon irgendwie reden, unterhalten, kommentieren, Chat lesen. Das ist natürlich schon dann ein anderer, also es macht mir mega Spaß, nicht? Aber es ist halt auch... What? What? Haskell, Junge, what the fuck? Haskell dreht durch. Zweimal noch. Einer geht noch. So. Haskell, Junge. Holy shit. Haskell mit den 5 Gifted Subs hier. Vielen, 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 vielen Dank.
Maverick, Pascal. Ich küsse dein Herz. Vielen Dank für die 5 Subgifts an absolut gestört, Depulsive, nee, Dapus Live, Jenny, Fechtner, Phil Seitig. Danke dir. Subhype. Haskell, unser neuer Maverick, ist wirklich so. Ich kenne das auch mit der Arbeit. Morgens um 4.15 Uhr aufstehen und abends um 17 Uhr zu Hause. Ja, das, ja. Kannst du meine Frau Selina grüßen? Ja, Selina. Grüße gehen raus. Gewerbesteuern zahlen sich nicht von allein. Tatsächlich, ich weiß aber nicht, wie ich das auf Dauer mache, tatsächlich ist mein Konto ist in 2 Konten unterteilt. Einmal so ein extra Sparkonto und einmal ein mein normales Konto, wo mein Geld aus- und eingeht. Und alles, was an Twitch-Money kommt, an TikTok-Money, kommt alles, so wie es reinkommt, auf das Extra-Konto. Dann weiß ich nachher ganz genau, das, was auf dem Extra-Konto ist, zu meinen Einnahmen. Alles, was ich an Steuern dann nachzahlen muss, geht von dem Extra-Konto weg, wo ja eh nur Plus drauf ist. Das heißt, ich habe nicht nachher irgendwie, also ich bin jetzt nicht arm, aber so nach dem Motto, ich gebe alles Geld aus, was ich über Twitch reinbekomme und dann kommt 2.000 Euro Steuernachzahlung. Und du bist halt auf Null, weil du da halt nicht dran gedacht hast. Ich tue alles zur Seite, dann zahle ich irgendwann die Steuern und dann das, was übrig bleibt, schiebe ich wieder auf mein Konto rüber. Das ist so mein Plan. Also Pascal, nochmal vielen, 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 vielen Dank. Liebe geht raus. Pascal, mein Poker-Win, der jetzt kommt, der geht raus an dich. Okay, sorry, boys, I'm taking it all. We'll see about that. Hell with it. Here we go then. Hä? Hello, my ladies. So, Junge, ich dachte, die sind gerade alle all in. Sind die gerade alle all in gegangen? Clyde wins with 3 queens. Goodbye, gentlemen. I guess it's just you and me now, friend. Yes, it is. Der Win ist doch gezinkt, ist scheißegal, der geht trotzdem raus an dich. Likewise, Mr. Clive. So, what business are you in, Mr. Callahan? I'm an oil man, for my sins. Funny, I haven't heard of you. Oh, you will. You know, I thought about getting in a hosiery, but I just look better in a suit. I would stick to oil, Mr. Callahan. I don't think you have a future on the stage. You sound just like my wife. Yeah, I'm gonna race. Cole. Hey, aber sorry to do this to you, but I have no choice. Was macht denn Strauss? Er guckt ihm in die Karten. Hältst du normal nicht deine Karten so, dass hinter dir keiner da reingucken kann? Call. Interesting. Hair cowgirls. Shit. Shit. I guess my luck held. Is that you done? Done. Bust. Or you got something else to play with. Meaning? Well, I heard... Well, I heard there were some big boys on this boat. Maybe that's not you. No offense. Sit your hillbilly ass down. Why? I got a watch. Look at you. An expensive one. Real fine. Swiss. A Reutlinger, no less. It's in the safe upstairs. It's worth more than you. Okay. I trust you. Now play. As you wish. Er ist jetzt für Pascal. Abend zusammen, Grüße aus Zürich. Grüße zurück aus Stuttgart, Flohm. Wunderschönen guten Abend.
Zwei Könige. Let's not waste any more time here. All in. Don't worry, sir. Everyone is the author of his own good fortune. Well, nothing ventured, nothing gained. Pair of kings. Very good, but not good enough. Shit. Uh-oh. Yes, you little beauty. Hard lines, Mr. Blythe. Mr. Callahan wins with an ace high diamond flush. God damn you! No offense. None taken. Well played, sir. Unlucky, Desmond. Now, forgive my lack of discretion, but where might I find this watch? It's upstairs. Shall we go and have a look? Why not? Gentlemen. Please, cash these out for me. I started last week. Good. Sure. Well, perhaps you could escort us up to the office. Yes, of course, sir. Thank you. Follow me, gentlemen. Come with me, sir. You're having quite the night. Yeah, so far. I cannot believe someone gave a greaser a job. We live in strange times. Personally, I wouldn't trust one with a gun, but fear not. I've got my own little lawgiver right here. Very good. Next, we'll be hiring Negroes. I know. I think you're going to like this watch, sir. I saw it earlier, and it really is a handsome piece. Irgendwas stimmt hier nicht. Indeed. Ich traue der Situation nicht ganz. Well, here we are. Just give me one second, sir. Of course, take your time. Don't reach for that gun. Take his gun, Arthur. I guess you were right. Only an idiot would give a greaser a gun. Na gut. Shit, let's hope no one heard that. Quick, clear the safe. Let's get out of here. Can't believe that asshole had another gun. The view in here is looking pretty good. Hey, wir sind einfach auf einem Schiff, als ob das niemand gehört hat. Kann ich den looten? Nö, schade. Hey, ich kann die alle nicht looten. Na gut. And how exactly are we getting out of here? I ain't too sure. This is what tends to happen when you leave Trelawney in charge of planning. Old Garnish no meat. Probably involve us dressing up as dancing. Oh, ich liebe Schiffe. Sagst du die Story zum ersten Mal? Ja. Ich habe das Game mal angefangen, aber nicht so weit, wie wir jetzt sind. Hab's dann aber nicht zu Ende gezockt. Ich weiß bis heute nicht warum. Und wir zocken jetzt zum ersten Mal tatsächlich die Story. I hope you had fun, sir. In the time of my life. You boys sure know how to put on a show. Bin jetzt etwas inaktiver, zock gerade mit meinem kleinen Bruder. Ja, macht es. Was zockt ihr denn? Mario Kart. Super Smash Bros. There he is. Now, don't be a sore loser, friend. There's something I don't like about the pair of you. There's plenty I don't like about you, but I have the good manners to keep my mouth shut. There he is. Shoot that man.
Oh, shit. Für mich persönlich beste Rockstar-Story. Wenn ich, wenn ich eine der besten Stories überhaupt. Also ganz ehrlich, die besten Gaming-Stories für mich sind einfach, jetzt mal ohne Reihenfolge, Witcher 3, Mass Effect 1. Ach, zu viel geredet, zu wenig geschossen. Witcher 3, Mass Effect 1 bis 3. Ich weiß gar nicht, was gab's noch mit so einer mega krassen Story, die so mega im Gedächtnis geblieben ist? So viel gibt's gar nicht. Hinter mir waren die Penner. Nein, Junge, warum sind wir so schnell tot immer? Warum sterben wir so schnell? Fange ich irgendwie mit halber Gesundheit nur an, oder? Ja, wir haben volle Gesundheit auf jeden Fall. Okay, ich glaube, weil ich einfach rennen muss. Macht mehr Sinn. Okay. Last of Us, okay. Wobei, Last of Us kann für mich nicht mithalten mit einem Game wie... Also die Story ist gut, ja, aber ich finde, also gute Story ist bei mir nicht nur gute Story, sondern gute Story ist bei mir auch einfach, da zählt auch Entscheidungsmöglichkeiten mit rein. Dialogoptionen, die Größe der Story, Nebenquests, und da muss ich sagen, ist ein, zum Beispiel ein The Witcher 3 schon einem The Last of Us um Welten voraus. Weil ich einfach die Art, wie die Story erzählt wird, wie groß die Story ist, tausendmal geiler finde bei einem The Witcher wie in The Last of Us. Also auch Last of Us hat eine sehr, sehr geile Story, aber ist halt was völlig anderes. Heavy Rain habe ich nicht gespielt. Apparently it's worth a bunch. Swiss, a Reutlinger or something? Nice watch. Ja, genau. Du hast keine Open World. We'll give it back then. Du hast keine Entscheidungsmöglichkeiten wie in einem The Witcher, dass du mehrere Enden hast und sowas. Dass du verschiedene Dialogoptionen auswählen kannst. Mario Kart, es wird blutig enden. XCOM 2 habe ich auch nicht gezockt, aber ich glaube, das ist so rundenbasierter Taktikkampf, ne? Das, sowas mag ich nicht. Nicht mein Type of Game. Aber auf jeden Fall, was ja Ausgangsthema war, Red Dead Redemption 2 für mich sehr, sehr weit, sehr, 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 sehr weit oben auf der Liste der besten Stories ever. Wenn nicht sogar auf Platz 1. Also Red Dead Redemption 2 und The Witcher geben sich wirklich ein hartes Battle. Aber ich glaube, Red Dead Redemption 2, finde ich, hat sogar noch ein bisschen die Nase vorn. Finde ich, glaube ich, sogar noch von der Story ein Ticken geiler. Klar, in einem The Witcher 3 hast du mehr Dialogoptionen. Und mehr Entscheidungsmöglichkeiten und sowas. Aber die Story an sich ist, glaube ich, in Red Dead Redemption 2 mitreißender. Du hängst wirklich mehr an den Charakteren.
Okay, dann gibt es noch einen anderen Jäger, weil der hat XCOM 2 auf Iron Man durch. Ich weiß, Mark, du warst ja hier im Stream, hast gesagt, ob ich der Jäger bin. Und ich habe einfach mal ja gesagt. Aus Spaß. Weil ich dachte, du weißt, dass ich nicht der Jäger bin, aber ich habe nicht XCOM 2 auf Iron Man durch. Bin halb im Lurk, zocken Diablo. Ihr seid alle irgendwie im Lurk, ne? Kann das sein heute? Heute ist irgendwie jeder selber am Zocken. Aber ist ja auch in Ordnung. Mit Hut einfach extra klasse. Ich glaube, wir müssen bald mal wieder hier Pferdeessen kaufen. Ich glaube, wir haben nicht mehr allzu viel. Ich nicht muss zur Arbeit. Boah, da war ich heute Gott sei Dank schon. Bei mir ist jetzt Feierabend.